Hallo zusammen, wir sind wieder hier auf der Elm Creek. Wir sind back in the USA und ja, immer noch im strömenden Regen am Walzen unseres, ich glaube, Haferfeldes. Genau, Hafer hatten wir hier angesät. Ja, die beiden anderen Kollegen sind am Ansehen immer noch. Der eine irgendwo da hinten und der andere ist auf dem 39er Feld. Beides Missionsarbeiten. Und dann gucken wir einfach mal. Wir werden das hier jetzt relativ schnell fertig bekommen. Und dann schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, gleich die Haferseemaschine da drüben auf der 39 einmal befüllen müssen. Weil, was haben wir da? 10% noch drin. Es ist nicht viel. Mal gucken, wie weit ist der denn da? Also, das ist der hier drüben. Das ist schon mal gut. Der ist auch schon bei 63. Okay, das läuft aber gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht so erwartet. Hätte ich nicht so erwartet. Ja, dann schauen wir mal. Ich denke mal, hier haben wir noch zwei Bahnen auf dem Feld hier. Dann sind wir mit dem Walzen erstmal durch. Alles Weitere sieht man dann, wenn's denn dann so weit ist. Gut, eine ganz schmale Bahn haben wir dann noch da oben, aber die nehmen wir trotzdem mit. Sicher ist sicher. So, wir schauen uns das mal an. Ja, guck mal, das sieht doch perfekt aus. Das sieht gut aus. Hier oben. Naja, sieht einigermaßen aus. Da könnten wir gleich einen Autodrive-Punkt mal für das Feld machen. Dann schauen wir mal, ob er das schafft, einmal zum Silo zu fahren, Saatgut zu laden und wieder zurückzukommen. Das wäre nämlich so der nächste große Versuch einer weiteren, ja, Automatisierung, das hier hinzubekommen. So, komm, einmal noch zurück. Oh, da kommt ein Auto. Ja, wir machen einen großen Bogen. So, weiter geht's. Dann hätten wir das hier auf jeden Fall erstmal durch. Wie gesagt, wir können später mal gucken, ob wir eventuell noch düngen können gleich. Aber erst müssen wir uns eben um die Sämaschine kümmern. Mal, wie weit ist die? 5% hat die Hafer-Sämaschine noch. Das könnte sich ganz gut ausgehen mit. Wir können den ja dann einfach zu Tiere, Schweinestall, Futter. Dann fährt er nämlich ein bisschen außenrum weg und ist erstmal nicht im Weg. Was kann ich, haben wir hier oben? Ach komm, da oben wäre auch Auto Drive. Dann schicken wir den dahin. So.
Das war das hier. Gut, der fährt. So, was macht der jetzt hier? Warte, wir können ja hier mal wieder einmal eine Palette fahren. Da war ja eine, war ja gestanden. Ja, guck mal. Für sowas muss zwischendurch immer mal Zeit sein. Weil wenn man es immer wieder mal macht, dann hat man am Ende nicht einen riesen Berg wieder stehen, wo man dann irgendwann keine Lust mehr hat, weil es einfach zu viel geworden ist. So, jo, du bist auf der letzten, vielleicht vorletzten Bahn. Du hast noch 6 Liter hier. Das ist die Frage, wo du jetzt fahren tust. Und hier unten. So, wir können den ja schon mal einstellen. Und zwar belädst du am Hof Silo mit Saatgut und den Punkt, wo du wieder zurück musst, den machen wir gleich. Das heißt, wir brauchen einmal das hier. So, guck mal, der ist erst einmal fertig. Das heißt, wir fahren jetzt einmal hier oben an die Straße ran. Und müssen da einmal was machen. Wir lassen dann am besten mal kurz die Seemaschine stehen. So, damit wir hier ein bisschen freier fahren können. Wir können jetzt einfach sagen, wir machen von hier nach da. Zack. Feld 39. Okay. Und gehen hier wieder raus. Wir müssten zwar rein theoretisch auch von der anderen Seite was machen, aber rein theoretisch müsste er sich ja den Kurs suchen auch. So, jetzt ist nur so, das hier runter, Feld 39. Na, gucken wir mal. Er muss zu Feld 39, lädt am Hof Silo auf mit Saatgut. So ist der Plan. Lohndienstleistung Feld 58 abgeschlossen. Yay, das ist sehr gut. So, dann lassen wir den mal hier losfahren. So, du bist fertig. Dann werden wir einmal das bisschen Saatgut hier noch rauslassen aus der Maschine. Und dann geben wir das Ding hier ab. Ha! Haben wir eine Mission beendet? So, das tun wir einfach hier einmal. So, dann ja, Speicher einmal abgeschlossen. Zack. Oh, wir hätten hier schon Spritzaufträge. Oder einen zumindest. Haben wir eine Spritze? Ja, wir haben eine Spritze. Machen wir. Machen wir. Aber vorher tun wir einmal ganz professionell den Big Bag hier ins Silo kippen.
Selbstverständlich mit dem Stapler. Ich glaube, wir sind jetzt aber hier von der falschen Seite dran, aber ich denke mal, ach, geht auch. Das Guide. Oh, die Seemaschine kommt schon. Jo, dann müssen wir erstmal Platz machen. Jetzt wird es ja spannend, ob das funktioniert. Jo, das hat funktioniert. Und wenn er jetzt noch weiterfahren würde... Ach, es macht ja auch... Nein, du machst, sollst keinen Dünger. Nein, 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 nein. Nein, das war schlecht. Das war ganz schlecht. Das, warte mal, kann ich das nicht? Nein, nein, auch das war nicht mein Ding. Sehen 6 Meter. Geräteeinstellung, Saatmaschinen, Düngefunktion deaktiviert. So, dann müsste das ja eigentlich funktionieren. Müssen wir nur dran denken, dass wir die nachher wieder aktivieren. Weil wir wollen ja nicht den guten Dünger für irgendeine Mission herschenken. Aber gut, wir wissen, es funktioniert soweit. So, das ist auch erledigt. Genau, wir wollten Spritzen fahren. Müssen wir einmal hier die Walze wegräumen. Oh, jetzt kommt der wieder nicht voran hier. Erst wenn ich einmal aufklappe und wieder zuklappe, dann dann hat er die Power komisch. Und beim Rückwärtsfahren genauso. Naja, muss man teilweise nicht kapieren. So, das ist jetzt na klar auch ein bisschen blöd, dass ich den Frontlader dran habe, aber nützt nichts. So. Dann müssen wir gucken, wo war das? Wo war das? Wo müssen wir hin? 47. Wo ist denn die 47? Ach, die müsste ja hier irgendwo. Wollen wir. Ach, hier. Das heißt, wir könnten eigentlich den zur Tankstelle schicken. Dann ist das schon mal so ein grober Weg. Ja, guck mal, der ist schon wieder hier. Ha! Also das hat auch definitiv sehr gut funktioniert. Und wenn er jetzt noch keinen Dünger aus der Seemaschine nimmt, bin ich noch mehr erfreut. Ja, dann hätten wir die Mission hier auch relativ schnell fertig, denke ich mal. Dann können wir gucken, ob es noch irgendwelche Seemissionen gibt. So, wir waren auf jeden Fall hier. So, gucken wir mal. Er nimmt aber Dünger. Wieso nimmst du Dünger? Sollst du nicht. Ich habe das doch extra hier ausgeschaltet. Düngefunktion der Saatmaschine. Nicht gut. Na gut. Ist jetzt dann wohl halt so. Ja, dann lassen wir es jetzt laufen für den Rest hier. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht der CP-Helfer ist.
Naja, das ist genau, das ist nicht, deswegen ist das auch. Wieso macht er nicht den CP helfen, Arbeit, Feldarbeit weiter? Weil ich jetzt irgendwelche Funktionen umgestellt habe? Kann das sein? Normal müsste der hier machen. So, jetzt lass uns mal gucken. Wir sind genau auf dem Feld hier. Hallo. Normalerweise, wenn ich dem sage, mach da weiter, zeige alle Kurse. Das machen wir mal weg. Feld 39 sehen. Und löschen wir mal den Kurs raus, laden den neu. Sehen 6 Meter haben wir. Wir machen mal H und wir sind jetzt Feldarbeit. Er macht keine CP-Feldarbeit. Na gut, dann lassen wir den jetzt einfach machen. Und wir kümmern uns hier drum. Wie gesagt, warum das jetzt so ist, keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo da auf der linken Seite, ich denke mal hier das Feld müsste das sein. Ja, da sind wir richtig. Das ist klein. Das schaffen wir sehr schnell. Ein bisschen Feldarbeit, ein bisschen Unkraut vernichten. Ist zwar nur ein Tausender, was wir bekommen, aber boah, ein Tausender haben oder nicht haben, ist doch schon mal wieder ganz gut. Vielleicht kommen ja noch ein paar Unkrautvernichter-Missionen. Gucken, schaffen wir das in dieser Folge sogar noch? Das müsste doch eigentlich machbar sein. Wir haben noch knapp über ein Minütchen. Da kriegen wir das hin. Wie gesagt, was das jetzt mit dem CP ist, gut, wir sind ja mit der CP-Entwicklung noch am Anfang. Da lassen wir es jetzt gar nicht groß irritieren, lassen den einfach jetzt so eben das fertig machen und zur Not können wir auch gleich in der nächsten Folge nochmal selbst einsteigen und den Rest eben schnell von Hand ansehen. Und wenn dann halt ein bisschen Dünger weggeht, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, da machen wir uns jetzt keine so großen Gedanken. So, na komm. Mission beendet. Danke. Ja, das lassen wir mal. Wir gucken mal. Ja, komm. Wir hauen hier mal den Helfer raus. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einfach jetzt noch schnell selbst weiter. Den Rest sehen wir morgen. Für heute ist erst einmal Feierabend, ihr Lieben. Ja, schaut gerne rein. 9 Uhr, wie gehabt. Bis dann. Tschüss, ciao und ja, macht's gut.